Heute gibt es 7 Fails über Sabrina. Das bin ich. Fail 1. Bei 7 Fakten zu Noragami hat Sabrina zu Beginn des Videos telefoniert. Heute gibt es 7 interessante Fakten zu Noragami und... Hallo? Aber was ist das? Was? Er ist schon wieder gestorben? Kann sie wohl auch ohne Akku telefonieren, oder was? Diese Hexe! Sie ist unglaublich, die größte, die Superhexe, oh Sabrina. Fail 2. Wenn man sich Video 2 bei Minute 3.13 anhört, versteht man bei flüchtigem Hinhören, also ich habe Chinesen. Älter. Also ich habe gelesen, bei guter Pflege werden sie 1 bis 1,5 Jahre alt. Ursprünglich sagte sie wohl, also ich habe gelesen. Aber dieses Genuschel ist nun mal nicht leicht zu verstehen. Fail 4. Hier geht es um ein Video auf einem anderen Kanal, genannt 5 heftige Fehler in Anime. Es heißt 5 Fehler, es zeigt 5 Fehler, versprochen werden uns aber 9. Fehler! Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um 0,42. Man hört, aber was mich mal interessieren würde, wie findest du eigentlich deine ganzen Anime-Fehler? Naja, ich schaue mir jede Anime 500 Mal an und dann entdecke ich schon was. Echt jetzt? Nö. Und habt ihr es gemerkt? Es wurde falsch betont. Ursprünglich müsste man sagen, wie findest du eigentlich deine ganzen Anime-Fehler? Sabrina, hast du nichts Besseres zu tun, als auf solche Kleinigkeiten zu achten? Hey, Betonungsfehler können im falschen Moment wirklich ein Problem darstellen. Opa, essen. Opa, essen. Fail 5. Bei 7 Fakten zu Noragami offenbart Sabrina das Geheimnis über Bishamons BH. Bishamons BH ist ein Mensch. Hallo. Allerdings. Aber natürlich hat sie dafür auch einen speziellen Zweck, nämlich... Was? Sie hat keinen speziellen Zweck? Sie ist einfach nur ein BH? Soll das ein Witz sein? Wir wissen doch alle, dass Bishamons BH eine Rüstung darstellt, die eine Schutzaura ausstrahlt. Ach wirklich, hat dieser Schlumpf nicht genug recherchiert oder was? Ich sage nur... Blau. Fail 6. Und der nächste Fehler. Also auf jeden Fall wollte ich mich noch bei allen Leuten bedanken. Sabrina hat sich im zweiten Video bei 0,15 versprochen. Scheiße! Fail 7. Sabrina hat bei ihren ersten Covers noch keine Silben gezählt. Das weiß doch jeder Songwriter, dass man bei Übersetzungen Silben zählen muss. Bin unschlagbar als Cat Noir, doch dann denk ich, ach wäre sie nur da. Meistens. Und die Betonungen. Okay, die Betonungen, die waren okay. Aber Betonungen sind auch sehr wichtig. Wollte ich nur sagen. Das waren 7 Fails von Sabrina. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Bis dann. Bye. Achtung, dieses Video enthält einen Fail. Habt ihr ihn bemerkt? Wenn ihr wisst, welcher Fail es war, schreibt ihn in die Kommentare. Opa, essen. Opa, essen. Als Beispiel spreche ich für euch denselben Satz auf verschiedene Art und Weise. Nämlich, ich bin ein Apfel.